Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben jetzt die Rapsaussaat dran, habe ich euch ja im letzten Video schon gesagt, dass wir das heute machen. Ich habe jetzt schon 11 Hektar gesät, das ist jetzt das letzte Stück, das ist ungefähr ein Hektar groß. Und dieses Jahr ist ja das Problem, die große Trockenheit. Und wir haben uns aber trotzdem aus dem Grund dazu entschieden, jetzt den Raps zu säen, weil zumindest ist es gemeldet für morgen, dass es morgen regnen soll, 10 Liter ungefähr. Ob das nun so wird, weiß ich auch nicht. Wenn es nicht so wird, habe ich natürlich mächtig Pech gehabt. Da habe ich mächtig dann, ja, verkackt die Sache, sag ich mal, so wie es ist. Weil, wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt wirklich ein bisschen regnet, vielleicht ein bisschen weniger am Ende oder was. Und der Raps wirklich jetzt, also das sollte ja dann keimen, wenn es regnet und dann aber weiterhin trocken ist, dann haben wir das Problem, dass der Sorgen keimt und dann vertrocknet. Das Risiko trage ich nur, aber da eben der Raps-Aussaattermin ist ran. Wir haben heute den 22., den 23. August, da denke ich, tun wir meistens so in den 22. sehen. Ich meine, es ist noch, du kannst bis Ende August auch noch sehen. Das ist gar kein Problem eigentlich von Raps. Aber das Hauptproblem ist, dass jetzt dann nach dem Regen erstmal nächste Woche komplett trocken ist. Zwar nicht mehr so heiß jetzt bei uns gemeldet, sondern 20 bis 24 Grad. Aber naja, mal sehen. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir den Raps heute sehen. Also ich habe ja gestern schon einen Großteil gesät. Und ja, jetzt geht das halt heute das letzte Stück hier. Das ist hier Sandboden, ungefähr 30 Bodenpunkte bloß. Und naja, ist eben verdammt trocken, stiebt der Elende. Und wie gesagt, wenn es nicht regnet, habe ich, oder bloß ein bisschen regnet dann nicht mehr, dann wird es wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, das Risiko muss ich halt tragen. Ansonsten muss dann was anderes ja notfalls nachher, kann ich es dann nicht ändern. Aber wir haben das erstmal probiert und angegangen und mal sehen, ob es klappt. Und ja. Schauen wir mal, wie es wird. Also ich tue jetzt erstmal die Seite vier Spuren sehen, weil sozusagen die Schlussforsche, also die Schlussforsche, die Abschlussforsche ist, oder Abschlussbrete, und dann tue ich von der anderen Seite ran sehen, Keile dann hier an der Seite aussehen. Und ja, mal sehen. Das jetzt habe ich vor lauter Quatscherei den Spurweiser vergessen rüber zu machen. Ist aber ohne so schlimm, kriege ich auch so nicht, falls mal hin in Streifen zu sehen ohne Spurweiser. Beziehungsweise jetzt brauche ich ihn sowieso noch nicht bei der Spur, weil jetzt ja wieder, da ja unsere Spritzbreite zum Düngerstreubreite 12 Meter ist, würden wir ja sozusagen bei der zweiten und dritten Überfahrt die Vorgasen anlegen. Das ist ja auch eine asymmetrische. Habe ich auch in meinem letzten Video beim Weizen nochmal alles ganz genau erklärt. Könnt ihr auch gerne nochmal reingucken. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das oben auch nochmal. Und dass man das, da ich ja keine asymmetrische Vorgasse mehr haben will, habe ich ja mit meiner Amazone früher gemacht, habe ich ja, sehe ich jetzt sozusagen eine Hälfte über und da rutscht sozusagen die dritte Spur rüber und kann ich dann normal mit einer Überfahrt die Vorgasse sehen und habe halt den Nachteil, dass ich jetzt eine halbe Spur überdrillen muss. Habe dadurch einen ganz geringen, höheren Saatgutverbrauch, was ich eben hier doppelt sehe. Aber wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, weil ich eine symmetrische Vorgasse haben wollte. Aus dem Grund, wenn du diese asymmetrische eben setzt, hast du das Problem, dass du manchmal eben nicht ganz und dann halt das mit der Vorgasse hin, das ist alles nicht so schön. Und deswegen mache ich die Variante jetzt. Beziehungsweise irgendwann zukünftig wird das mal, hoffe ich, auch mal klappen, dass wir dann mal auf 15 Meter umstellen. Dass dann, aber du musst ja die Spritze erneuert werden dazu. Das ist dann in den nächsten Jahren irgendwann mal angedacht, die Investition. Aber das dauert eben noch ein bisschen. Und so lange machen wir halt die Variante. Im letzten Video habe ich es ja schon erzählt, wo ich die Zerrillmaschine vorbereitet habe, dass wir die Sorte Arabella sehen. Das ist eine Liniensorte und 3,3 Kilo auf den Hektar habe ich ausgerechnet durch eben sehen. Und das sind ungefähr 60 Körner auf Quadratmeter oder sollten 60 Körner auf Quadratmeter sein. Ich will eigentlich, habe es jetzt immer so die Jahre gehabt, dass ich 50 Pflanzen auf dem Quadratmeter dann haben will, wenn es aufgelaufen ist. Da wir eine Keimfähigkeit von 98% haben, sollte hier
Er kommt ja in 2-3 Kummer, die jetzt nicht aufgehen. Und dann habe ich eben noch ein paar Kummer Reserve rechnen, frische Trockenhefe, falls nicht alles aufläuft. Dass ich auf der sicheren Seite bin, obwohl ich, wenn es gar nicht keine Feuchtigkeit mehr da ist und so, dann kommt gar nicht auf das Wärme. Aber wie gesagt, selbst hat mich das Risiko traurig ich jetzt nur. Und mal schauen. So, da ich ja vor uns vergessen habe zu schalten, jetzt da ich keine habe, kann ich das hier unten nachstellen. Ich hoffe, das sieht man auch. Jetzt bin ich jetzt bei der zweiten Spur. Jetzt gehe ich auf die dritte. Da piept er immer so, wenn jetzt auf die Vorgasse umgeht, das zeigt dann mir irgendwie die Spuren hier an. Dass wir auf die Vorgasse gehen. Wir gehen jetzt gleich mal raus gucken. Nochmal. Wegen Saatgut. Ich habe mir hier noch einen Sack mit, weil ich nicht alles reinkippen will, weil ich sonst wieder alles leer machen muss. Und dass ich möglichst wenig Saatgut übrig habe in der Drillmaschine. Gehen wir jetzt gleich mal gucken. Ja, wie gesagt, es ist hier noch nur Stöbe, dadurch, dass das Sandboden ist, ist das alles kritisch. Aber naja, wir müssen das Beste draus machen. Ja. Jetzt gucken wir mal. Sieht mal ganz gut aus, wir können das auch noch ein bisschen verteilen. Das ist erstmal in Ordnung so. Hier können wir noch ein bisschen was wegnehmen. Tun wir auch noch was dazu. Wie gesagt, das läuft ja hier bloß, ist das, ich weiß nicht, ob man es erkennt, der schmale Schieber, hier läuft das bloß raus. An der Stelle, wir machen jetzt noch ein paar Spuren, dann gucken wir mal wieder. So. Alles stubbig. Seht ihr ja auch hier, auch. Ist nur noch Pulver. War dasselbe schön bei der Drehmaschine mit dem Aufstieg hier. Ganz bequem. So. Jetzt halten noch zwei Spuren dran, dann ist das die sozusagen eine Spritzendrehung, weil sie bei der vierten Überfahrt die Hälfte zählt dann eigentlich zur nächsten schon. Dadurch, dass wir ja reinrutschen. So, Spurenrad runter, Spurweiser runter und dann geht's los wieder. Von der Arbeitsgeschwindigkeit bin ich jetzt momentan so bei, naja, so 9 bis 10 km/h. Das durch das, na, weil da so fein ist der Boden hier, dadurch, dass das trocken ist. Da hat der Traktor ganz schön zu tun, weil der eben ganz schön einsenkt und die Reifen durchdrehen. Ich habe gestern auch gehabt auf einem Stück, wo ich ein bisschen mehr Gefälle oder Anstieg habe. Da habe ich den Traktor sogar festgefahren immer im Sand. Da hatten dann die Räder durchdrehen auf der Stelle, weil das eben nur noch Pulver ist. Das ist wie gesagt gestern erst geagert. Ja. Und das ist hier so, die Stelle sieht eben so furchtbar aus, weil es hier so hart war an der Stelle, da habe ich die Flugni reingebracht. Das haben wir auf Baustellen gehabt, ist leider nicht so schön, aber deswegen haben wir noch mit dem Schwerkörper nochmal mit dem Lempten nochmal nachgearbeitet. Und diese Unebenheiten, das macht alles die Drillmaschine eigentlich. Für die gut einebnen, muss ich sagen. Da war ja immer einer, hat jetzt einer mal in die Kommentare geschrieben, wo ich das Doppelsturzvideo gemacht hätte, warum ich immer gerade fahre und nicht schräg. Habe ich halt so bei uns schon immer so, dass wir gerade fahren. Und durchs Fliegen bringe ich das Korb weg und den Rest macht halt dann noch ein bisschen der Körper und die Abschlussarbeit macht die Drillmaschine an der Stelle und die hebelt das wirklich gut ein. Sieht man ja auch hier und die macht eigentlich gute Saatgut. Ein Problem ist es eben nur durch, dass das so trocken ist, dass wie Pulver wird die Erde, also wenn wir jetzt morgen Gewitterguss kriegen sollten, das wäre es nicht gut. Da würde das zukleben. Aber wie gesagt, das ist halt. Ist schon alles ein bisschen kritisch und schwierig. Und wir müssen das Beste draus machen. Zwischenfurt habe ich auch noch nie gesät. Die habe ich eigentlich normal ja schon nur gesät um die Zeit, weil es jetzt immer zu trocken war. Und jetzt habe ich mich eben jetzt erstmal die Woche auf der Rapsaussaat konzentriert, da das sehr wichtig ist für mich.
Die Zwischenfrucht kann notfalls auch noch im September sein. Habe ich vorher schon hier auch gehabt, Zwischenfrucht. Habe ich nach dem Mais dann im September noch Zwischenfrucht gesehen. Die war auch noch ganz gut geworden. Die war zwar nicht so groß, die war bloß so die Größe hier, aber das... Wie gesagt, die war da. War in Ordnung. Und... Ja, man weiß, es ist ja jetzt noch, steht ja... Ist ja heute der 23. Gestern, weil die ja nur, ist ja nur entschieden worden, dass die... Landwirte Unterstützung kriegen. Wie, in welcher Form genau, weiß ich noch nicht. Beziehungsweise, ob wir eben die Zwischenfrucht weglassen können, dort vielleicht noch Futter. Bei den Futter ist bald nur fast zu spät schon, wenn ich noch Feldgras sehen würde. Muss ich noch mal mir Gedanken machen. Beziehungsweise werde ich Montag oder morgen, ja morgen noch mal auf dem Amt für Landwirtschaft anrufen, was nur ist, wie, und genau mich noch mal informieren, was für Beihilfen dazu stehen. Aber wie gesagt, an sich jetzt, wo es Futter fällt, hilft das Geld an sich ohne, weil die Kühe können das Geld nicht fressen oder die anderen Tiere, die es gibt. Und Futter ist ja dies schon ziemlich knapp überall. Und naja, wie gesagt, da ist ja mit dem Kaufen gar nicht so einfach. Ich kann jetzt nicht einfach, gut, ich gehe Leute, mit 20 Rollen Heu oder was, und dann habe ich das. Das ist dies schon ziemlich knapp. Ich habe wohl schon etliche Pferdehalter gehabt, die bei mir nachfragen wurden wegen Futter, aber ich kann auch nicht verkaufen, da ich das für mich brauche. Und naja, mal schauen, wie es dann so weitergeht, ob wir nur noch mal ein bisschen Futter ernten können. Und, aber wie gesagt, hier drüben die Wiese, ich habe jetzt näher, das ist hier der Rest Luzernerrand, hier waren wir früher Luzerne, das habe ich stehen lassen. Die wächst noch ganz gut, dadurch, dass sie relativ tiefe Wurzeln hat, aber hier die Wiese, die ist glaube ich vor 5 oder 6 Wochen gehauen worden, steht nicht da, wächst nicht mehr. Und da steht das hier noch ganz gut, noch muss ich sagen, kann man stellen, das sieht bedeutend schlimmer, ich meine, so vorne sieht es noch schlimm aus. Das ist eben schon alles fast mit Blindflug beim Ackern hier. Der Flug war verschwunden. Wer bei Instagram ja mehr erfolgt hat, das ja, habe ich ja auch von dem anderen Stück vom Ackern, da war es nicht ganz so schlimm mit dem Stück. Aber da hat es auch schon Elende gestiebt. Und naja, das ist ein bisschen, kotzt mich das Wetter an, wenn ich das mal so sagen darf. Weil einfach, wir haben einfach kein Wasser mehr da. Die paar nässeren Stellen, die sind wie gesagt so ausgetrocknet und hart, da kriegst du den Flug kaum rein. Und Bodenfeuchte ist so gut wie gar nicht mehr vorhanden. So, jetzt sehe ich halt hier ran und ich mache jetzt erstmal kurz einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier bei die Keile aussehe, wenn ihr das nochmal seht. Wie gesagt, jetzt läuft das hier normal weiter, fange ich an mit der ersten Spur, die erste Hälfte, dann nochmal überdrillt eben die Hälfte und so geht das weiter. So, jetzt sind wir eben hier, habe ich jetzt bis ran gesät, jetzt geht es an die Keile aussehen eben, das ist jetzt der erste Keil, halt, zack, zack. So, jetzt machen wir hier los, Sprungrad wieder runter, den Spurreiser mache ich jetzt noch nicht runter, das mache ich erst dann hier vorne, wenn ich dort bin, wo ich dann wieder säen muss, weil ich sonst die Spurreiser mache, weil sonst ja eine Spur hier ins Gesäte schon rein und dann tut der meistens das Saatgut rüberziehen und hast immer so eine Rille, die nicht wächst, das soll ja nicht sein. Und wo die sich die Spurreiser überschneiden jetzt hier, das ist ja die andere Beine, da weiß ich, aha, ab hier muss dann der Spurreiser runter, also mache ich den Hebel wieder auf Stimmstellung. Dann geht der Spurreiser runter, wenn säen tut man es nicht, weil der verschwindet wieder mal im Dreck, weil es wie immer Blindflug ist die ganze Zeit schon. Und ja, und jetzt sehen wir das halt so ran. Unten werden wir dann auch gleich dort hinkommen zum Anschlussbrete sehen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, damit man sieht, wie bei euch jetzt die Lage ist. Ob es noch immer so trocken ist bei überall bei euch oder ob ihr mittlerweile Regen gehabt habt. Denn es war ja in etlichen Teilen von Deutschland, hat es ja schwere Unwetter waren. Das sind natürlich auch wieder volle Gegenteil, was du nicht brauchst. Aber eben, wie es bei euch aussieht, ob ihr schon Raps gesät habt, ob ihr auch noch wartet. Wie es bei euch schon gestaltet ist mit der Rapsaussaat. Das würde mich mal interessieren, wie es so bei euch läuft zurzeit. Und wie gesagt, wir haben hier einen Teil, hat gestern auch schon angefangen zu säen von den Bauern. Ein Teil sagt, wir warten jetzt noch ein bisschen. Es kommt immer darauf an, wenn du Hybrid-Saat gut verwendest, da kannst du mal ein bisschen später noch säen, Anfang September. Das sollte noch klappen. Und ja, das muss halt jeder für sich selber letztendlich entscheiden, was der richtige Weg ist für ihn. Ja, wie gesagt, haben wir uns jetzt für den Weg entschieden, dass wir jetzt säen. Und dann schauen wir mal, wie das so sich mit dem Wetter weitergestaltet.
wobei die Rüben, die werden die schon nicht viel bringen bei uns, die Futterrüben. Die sind alle, ne, ich schätze mal, wenn es gut kommt, haben wir die Hälfte vom Ertrag, weil die ja ziemlich klein sind. Und aber wir haben ja jetzt immer Futterrüben noch verkauft, welche mit, das fällt jetzt schon komplett weg, weil es eben sonst für uns nicht mehr reicht, weil wir die Futterrüben brauchen wir für die Schafe, Ziegen und die Jungrinder wegen bei uns noch Futterrüben, die Mutterkühe, beziehungsweise damals die Milchkühe ohne, nur wenn wir wirklich eine sehr gute Ernte hatten, dass wir das hätten normal nicht geschafft mit Verfüttern, haben wir das mitgenommen, aber sonst. Und naja, mal schauen. Wir haben ja auch noch eine kleine Ecke Möhren, die sind auch. Das wird so gut wie gar nicht. Habe ich ja auch damals im Formblock mitgezeigt. Die sind auch komplett kleine geblieben. Und ja, bloß auch so. Ja, die Größe. Ja, ist da ohne. Kartoffeln ist auch schon seit über einer Woche gerade tot. Abgestorben. Vertrocknet, weil nur das Wasser fällt. Dort wird auch nicht der volle Ertrag kommen, was sich so abzeichnet, weil wir schon zwei Zeilen mal Probe gehackt haben jetzt zum Gucken. Und naja. So, jetzt nehme ich hier mit dem Spurreiser hoch, weil ich jetzt heran bin hier oben. Jetzt wird er da erst umschalten wollen, dann schalten wir nochmal zurück. Jetzt tue ich hier langsam die Drillmaschine hochnehmen, mit dem Schalter hier hinten, dass mir das bis zum Schluss alles selber in der zweimal erst durch die, dass die Erde so, na, so trocken und wie Pulver ist. Das ist manchmal so ein bisschen wie vor der Walze sich eine ganz kleine Erdwall bildet. Und da das Erdwall, wenn ich jetzt das schnell hochhalten würde, das Gesäle zudecken würde, dann würde er absolut tief liegen und da wird er nicht. Aus dem Grund machen wir das. Mache ich das so langsam. Am Vorgewende helfe ich auch normal raus. Den Haufen zieht dann die Drillmaschine beim Vorgewendesäen wieder breit. So, jetzt müssen wir aber hier weiterschalten, wieder auf die Fahrgasse. Lieb Tonne durch dreimal. So, und jetzt machen wir das halt und dann ist zum Schluss noch Vorgewende sehen mit 3 bis 4 Bräten. Bis zum Nachtrag muss ich noch mal gucken, wie es jetzt aussieht. Den wir gleich noch, gehe ich gleich noch mal gucken, dass das nicht mehr läuft. Habe ich gar keinen Spurreiser gemacht. Und nicht schlimm, da bringe ich ohne Spurreiser nicht was hin. Passiert eben im Gequatsche. So, und jetzt ist jetzt hier der Streifen, jetzt hören wir da wieder auf, da hält man das wieder langsam hoch, die ganze Sache. Dass sich der Wert langsam verdult. So, damit wir einen ordentlichen Abschluss haben. So, jetzt drehen wir erst Schwung und dann gehe ich nochmal gucken, wie es aussieht. Und sagt, gut, den hast du halt jetzt hier, dass du eben auf dem Feld drehen musst, an so einer Stelle, auf dem Gesäten, aber. Was der Nachteil daran eben ist, jetzt, dass du halt einen Leichtton eben wieder mal reinbringst. Ansonsten aufgehen tut das trotzdem normal. Das macht überhaupt nichts. So, Vorgasse machen wir gleich mal raus, bevor ich das vergesse. So. Gehen wir mal gucken. Wie der Saatgutstand ist. Boah, jetzt ja Traktor, Öl, alles. So. Da werde ich noch einen kleinen Schluck. Werde ich noch reinfüllen müssen. Ja, das sonst nicht reicht. Ja. Kleines Mühe müssen wir noch. Nicht viel, aber ein kleines bisschen überall. Das ist wirklich bis zum Schluss überall sät. Viel brauchen wir ja nicht mehr. So. Hier das gleiche.
Hier noch ein bisschen, dort noch ein bisschen. Oh Gott, das Kabel, ja. Nee. So. So. Klappe. Klappe soll leider wieder hoch. Setz ja am Akku hin, oder? Alles zugeschiebt. Da ist dann erst mal wieder mit Pflege dran, der Traktor, wenn ich heute mit Säden fertig bin. Wird dann alles ausgeblasen. Ich habe jetzt mindestens einmal die Woche die Löffel überall ausgeblasen, bei den Traktoren und die Kühler durchgeblasen. Dass wir eben nicht die Gefahr haben, dass der mir irgendwie hier Häsler zustoppt oder irgendwas. Mein Häsler passiert bei dem nicht so schnell, das habe ich noch nie gehabt. Wo der Kühler schon komplett zu war. Da war nichts. Aber wie gesagt, Luftfilter sollte regelmäßig auch immer gewartet werden. Es ist wichtig, dass er genug Luft kriegt, der Motor, dass er nicht arbeiten kann. Was ist das? Das ist ja absoluter Blindflug. Ist schon. Weil du nichts siehst. Ja, jetzt ist dort die kleine Ecke noch. Und dann ist eben Vogelwendesäden noch. Das läuft aber genauso ab eben wie jetzt beim Anfang vom Drillen. Erste Spurhälfte wieder über Drillen. Auch. Aber ich denke, für das Saatbett, wie es erst war, also die Leichtunebenheiten, ist es schön geworden. Wunderbar, die Klumpen, die noch da sind, die macht die Drillmaschine auch super kleine. Und also wie gesagt, ich kann die Maschine nur weiterempfehlen. Ich bin super zufrieden mit der Arbeit, die abliefert. Hat meine darin Erwartungen sogar übertroffen, muss ich mal sagen, was ich mir so vorgestellt hatte. Und ja, ist alles super aufgegangen, was ich gesät hatte. Oh, was man jetzt so nach der Erne sieht, ja, dann meint man noch besser, wenn du dann eben die Stoppel hast, die Reihen war alles sauber da und super. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Das war alles tippitoppi. Und eben wie gesagt, hier ist das Grünland, wo wir jetzt drauf fahren. Das habe ich glaube vor, wie gesagt, vor 5 oder 6 Wochen habe ich das im zweiten Schnitt gehauen, was wirklich bloß so ganz mau war. Die Gräser sind eigentlich so gut wie alle tot, das sind jetzt nur die anderen Kräuter, die noch da stehen und so, die Wurzeln etwas tiefer haben, das kommt, aber der Rest ist über den Berg. Und ich schätze mal, das wird so werden, dass wir erst schon früher alles, die ganzen Grünlandflächen alles nachsehen werden müssen, weil die halt bestimmt die guten Gräser alle vertrocknet sind. Ja, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Gerst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, die noch keins da haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.